Hallo zusammen, erster Hinweis, heute Abend 21 Uhr SenseGuard Livestream auf YouTube, hab den Termin auf Sonntag mal geschoben, bin gespannt, ob ich da mehr von euch erreiche oder weniger, so oder so, nach heute Abend werde ich dann schlauer sein. Und weil wir eben nachher sowieso noch groß loslegen, jetzt mal nur eine ganz kurze, schnelle Geschichte, hab eine Anfrage bekommen von Olaf, der hat beim Game Duel Skat Masters in der Qualifikation folgende Karte in Hinterhand bekommen. Ja, und er reizt, er reizt, er reizt, aber es ist natürlich nicht so leicht. Vorhand hat die 36 gehalten. Und jetzt wollte Olaf wissen, ja, Daniel, wie schätzt du denn hier das Risiko ein? Hättest du das Ding höher gereizt, ja oder nein? Gut, und da würde ich mal sagen, also bei so einem Turnier wie Game Duel Skat Masters oder auch Skatinsel Rocket, also bei Turnieren, wo es letztlich Streichergebnisse gibt, wo sehr hohe Ergebnisse gespielt werden, wo alle ins Risiko gehen, da musst du dann eben auch selber mit ins Risiko gehen. Kann natürlich mal verloren gehen, aber ich komme an diesem Blatt in so einem Modus schon erst recht nicht vorbei. Womöglich komme ich da auch sonst sehr schwer vorbei, denn ich gebe dem Spiel mal so oder so immer eine Chance über 50%, in der Annahme, das ist ein Grang, wo ich 20 Augen drücke, jetzt immer egal, wie dusselig oder schlecht drin liegt, und dieser Grang hat immer eine sehr gute Siegchance, wenn die Buben verteilt sind, dann komme ich auf mindestens 4, wahrscheinlich auf 5 volle, mache diese 6 Stiche hier und werde das Spiel gewinnen. Zusätzlich zu den über 52%, dass die Buben verteilt sind, kommt ja noch die Chance, dass ich ein Ass oder einen Buben im Skat finde. Also damit würde ich sagen, geht die Siegchance schon über 60%, vielleicht irgendwo zwischen 60 und 70. Das ist ein Tick weit natürlich an der Grenze. Das Spiel kann selbstverständlich eben auch mal leicht verloren werden, aber ich komme an dieser Karte nicht vorbei. So, Olaf hat nun bei 36, wo er auch gut steht, dann irgendwann zähneknirschend gepasst. Was passiert natürlich? Vorhand legt jetzt sogar ein Nulluwer Hand hin. Und der war lupenrein. Fünfmal Herz geschlossen, fünfmal Pik geschlossen. Und man soll es ja eigentlich nicht tun, aber natürlich wurde in den Skat geschaut und dann das besondere Ärgernis, Karo Ass und Pik Ass, also zwei goldene Uhren. Das wäre ein Rangschneider schwarz geworden, wenn jetzt nicht gerade Pik rauskommt. Also so gesehen, er hat erstmal die Chance, Schneider schwarz zu werden. Buben waren auch verteilt. Gewonnen wird er auf jeden Fall. Womöglich wird im Aufschlag Pik gestochen, dann wäre es eben nur ein Grang Schneider geworden. Aber Olaf, du fragtest dann auch, ja Mensch, jetzt liegen die beiden Asse drin, hätte ich denn das ahnen können? Nein, das kannst du natürlich nicht ahnen, und ich sage auch oder empfehle jedem, nicht nachträglich jetzt sich zu ärgern in Kenntnis der Skatkarten, denn du musst natürlich deine Reizentscheidung einfach ohne Kenntnis des Skates treffen und solltest die dann auch nicht nachträglich, sage ich mal, in Frage stellen, nur weil jetzt eben mal tatsächlich wie bestellt zwei goldene Uhren drin liegen. Beim nächsten Mal liegt Pik Dame und Herz Dame drin, die Buben sind in einer Hand, und ja, dann bist du heilfroh, dass du es eben nicht gereizt hast. Also nicht darüber ärgern, ist ein grundsätzlicher Tipp. Man tut es trotzdem immer wieder, ne? Ja, sag mal, was lag denn eigentlich drin? Merkt ihr mal, was drin lag? So der übliche Spruch, nur um sich dann darüber zu ärgern, würde ich einfach euch empfehlen, das zu vermeiden. Ja, und jetzt als kleine Abschlussgeschichte zu dieser Anfrage und zu dieser Story. Der Spieler in Vorhand, etwas unerfahren, hat es jetzt geschafft, eben nicht Pik auszuspielen. Dann ist das Spiel natürlich unverlierbar, denn er hat selber die drei kleinsten Pik, und auch wenn alle drei fehlenden Pik in einer Hand säßen, würde er gewinnen. Nein, er hat das nicht überschaut und arglos Herz aufgeschlagen, und damit wurde er dann im dritten Stich erlegt, denn in Mittelhand stehen alle drei Herz dagegen. Das Ass wird natürlich im ersten rausgenommen, dann kommt Herz 9 und Herz 10 hinterher, und so gesehen hat Olaf sich also dann, trotzdem er hier das Spiel nicht durchgezogen hat, 40 Punkte eingesteckt. Die waren dann immerhin komplett ohne Risiko, also mit anderen Worten, hätte schlimmer kommen können, und alles ganz ideal getroffen hat dann hier in dem Fall wohl nur der Spieler in Mittelhand. Gut, kleine Geschichte, hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig Freude gemacht und zerstreut, und ich hoffe insbesondere, dass wir uns dann später sehen beim SenseGuard Live.